Die Fußballer des EcoDus Griglach haben die Herbstmeisterschaft in der Oberliga Nord am dritten Tabellenplatz abgeschlossen. So gut war man in der Oberliga noch nie platziert. Wir haben die Griglacher Fußballer besucht und uns umgehört, was der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist. Der Heimo Neuburger ist der Obmann der Griglacher Fußballer und Griglach hat in der Herbstsaison überrascht. Ich glaube, da muss man zufrieden sein. Ja, da können wir sehr zufrieden sein. Speziell nach der Ausgangslage. Wir haben da auch ein paar Abgänge gehabt im Sommer durch die lange Pause. Und dass das dann so aufgeht, hätten wir am Anfang vielleicht selber nicht geglaubt. Ja, und das ist natürlich ein Zeichen, dass in Griglach gut gearbeitet wird, aber auch, dass gut trainiert wird. Ja, das stimmt sicher, weil wir haben zwar mit der Hansan einen sehr guten Erfolg gefeiert heuer im Herbst, aber das passiert ja alles auf der Arbeit schon von unten auf. Also wir haben durch die Abgänge, was wir gehabt haben, da ein paar Spieler von der Zwarer aufgezogen und die haben sich super integriert. Also kann man sagen, läuft es im ganzen Verein super, dass man das nach oben hin so. Und wenn wir den Verein im Gesamten anschauen, 9 Mannschaften hat da Griglach im Meisterschaftsbewerb laufen, das ist ja Wahnsinn. Ja, da merkt man, dass unsere Trainer gute Arbeit leisten. Die Kinder bis zu den Jugendlichen kommen alle gern Training, auch nach der Zeit jetzt da. Also wir haben bei den Kindern überhaupt keine Abgänge gehabt und das ist super, ja. Man muss auch sagen, der Vorgänger Obmann hat die gute Arbeit hinterlassen, der Rami Ewald. Ja, das stimmt. Bei uns ist seit Jahren eigentlich gut gearbeitet worden. Und da ist nicht nur der Rami Ewald, da ist der Schirnhofer Sepp, da sind der sportliche Leiter, der Geri, da sind der Zwarer drin. Also es gibt so viel zum Erwähnen, die, was da dabei waren bei dem Ganzen. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Ja, Michi, du hast ja mit einem Griglacher Fußballer im Herbst einen tollen Erfolg eingefahren. Was war denn der Schlüssel zum Erfolg? Dritter Platz, das hätte ja keiner gedacht. Ja, erstens mal danke für die Gratulation. Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir die Hinrunde auf dem dritten Tabellenplatz absolvieren, hätten das nicht viele geglaubt. Schlüssel zum Erfolg war, glaube ich, jener, das Auswärtsspiel in Bad Mitterndorf, wo wir dorthin gefahren sind und gewusst haben, dort noch keine andere Mannschaft Punkte mitgenommen. Wir haben damals 30 Minuten mit einmal weniger gespielt, haben dann durch den Budel mich einen Elfmeter auch noch gehalten und hat dann in der Nachspielzeit noch 2 hochkarätige Chancen zunichte gemacht. Und mit diesem Sieg ist einfach ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und diese Euphorie haben wir dann bis zum Schluss eigentlich mitgenommen. Und ich habe gesehen, es hat auswärts auch ganz flott auftreten. Ja, wenn man sich die Auswärtstabelle anschaut und der Tabelle lügt nicht, sind wir Tabellenführer, Punkte gleich mit Kapfenberg. Haben uns anscheinend komischerweise, weil eigentlich ist Griglach eine heimstarke Mannschaft, aber wir haben uns heuer einfach auswärts leichter getan. Und die letzte Partie, da ist ja für die Judenburger um einen Herbstmeistertitel gegangen. Da habt ihr ja leider in der Nachspielzeit die Partie hergegeben. Ich glaube, 2-1 verloren. Ja, ganz eine bittere Niederlage. Erst einmal hat man gesehen, dann nach 5 Siegen in Folge, wie der Tabellenführer gekommen ist, was für Euphorie, dass das auch in dieser Ortschaft ausgebreitet hat oder wie sie die ausgebreitet hat. Weil es waren Temperaturen, wo man nicht unbedingt gerne auf den Fußballplatz geht, aber wir haben da über 500 Fans da gehabt. Die Stimmung war Wahnsinn und haben dieses Spiel leider Gottes in der 92. Minute 2-1 verloren. Ja. Wie schaut das früher aus? Wie soll das ausschauen? Ja, hoffentlich können wir ganz normal starten. Ne? Das steht ja, glaube ich, noch ein bisschen in den Sternen. Es früher wird ausschauen, dass wir mit 17. Jänner einen Trainingsauftakt haben 8 Vorbereitungsspiele, haben ein Trainingslager in Visegrad geplant und wir werden uns da bestmöglich auf einen Rückrundenstart vorbereiten und hoffen, dass wir diese Hinrunde eventuell nochmal toppen können. Der Manuel Butz ist ja der Topstürmer der Griglacher Fußballer. Der hat in der Herbstsaison 10 Tore geschossen. Wie ist das zustande gekommen, Manu? Ja, mal danke. Zuallererst, das ist sicher Verdienst von der ganzen Mannschaft. Stürmer ist es sicher wichtig, dass man Tore schießt. Und das gibt auch für selbst daran sehr wichtig. Aber im Endeffekt ist es der Verdienst von der ganzen Mannschaft. Und ja, ich glaube, wir haben Mitte der Saison, glaube ich, mal das Spielsystem umgestellt. Und das ist dann sicher mir sehr zugute gekommen. Was spielt ihr für ein System? Wir haben am Anfang eine Dreierkette gespielt, eine 3-4-3. Aber das haben wir dann nach 5-6 Spielen wieder los und dann sind wir eigentlich auf ein 4-1-3-2 oder 4-4-1-1 umgestellt. Wie schauen die Ziele für die Frühjahrssaison aus? Ich glaube, da will man natürlich viel vorne dabei bleiben. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, wenn wir vor der Saison gesagt hätten, dass wir am dritten Tabellenplatz überwintern,
hätten das sicher sehr, sehr wenig geglaubt. Aber der erste Ziel war, glaube ich, einmal der Nicht-Abstieg. Ich glaube, da sind wir jetzt da schon gut dabei, dass das nicht gelingen wird. Und sicher ist es zu jetzt, wollen wir uns in den ersten fünf, glaube ich, schon behaupten. Heinz, du bist ja die Stimme da im Krieglacher Stadion. Ich glaube, das macht der Spaß bei den guten Leistungen der Fußballer. Ja, natürlich. Bei den guten Leistungen sowieso. Aber du musst auch schauen, bei den nicht so guten Sachen, wenn es auf einmal nicht so läuft, musst du trotzdem die Leute das gut machen und schauen, dass auch die Spieler nicht darunter leiden, sage ich mal. Nein, das macht mir immer Spaß, wie gesagt. Und ja, ich mache das jetzt seit 2004, im Juli schon, mit einer Auszeit einmal. Ermöglicht hat mir das eigentlich der damalige Obmann, das war mein Cousin, der Wiener Gernst. Da ist das Stadion neu gekommen alles und dann hat er mich mal gefragt, beim Match, wo ich da war, wegen einem Platzsprecher, ob ich das machen würde. Sag ich, ja, ich habe kein Problem mit Mikrofon, weil ich habe lange Tanzmusik gespielt. Ich habe gesungen und ich habe Konferenz gemacht und alles. Also. Und ich schaue, dass ich das Bestmögliche das mache. Die Marktgemeinde Krieglach mit Bürgermeisterin Regina Schrittwieser unterstützt den Fußballverein bestens. Man sagt bei uns, es ist angerichtet und das ist es auch. Am 8. Jänner 11 Uhr eröffnete die Burgerboutique im ECE Kapfenberg im zweiten Obergeschoss neben Kick. Am 8. Jänner 2022 schaffen wir einen Quantensprung für, denke ich, für Kapfenberg und natürlich in erster Linie für das ECE. Die erste Burger-Boutique-Filiale der Obersteiermark wird heute eröffnet. Ja? Das heißt, ab 11 Uhr ist es für alle Kundinnen und Kunden, Bürgerinnen und Bürger von der Region öffentlich. Ja? Im zweiten Obergeschoss hier neben der neu eröffneten Firma Kick mit Terrasse, alles hier. Die Eigentümer und ich haben also über 400.000 Euro investiert, um eben dieses Lokal wirklich als Highlight der Obersteiermark den Kundinnen und Kunden präsentieren zu können. Wir eröffnen heute unsere 9. Filiale in Österreich und 2. Filiale in der Steiermark nach Hartberg und wir freuen uns auf euren Besuch und wir freuen uns, liebe Steierer und Steierinnen bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, also ich bin überrascht zu erinnern, wie cool das war ist und ich finde die Idee und die Einladung, wie das alles zustande gekommen ist, da sehr cool und ich wünsche den neuen Betreibern alles Gute für das super coole Restaurant. Ich habe gerade mit dem Besitzer gesprochen, mit dem neuen, bei der Neueröffnung. Er ist ein großer Fußballfan, hat er mir erzählt. Er war in Klagenfurt und in Hartberg und wir haben schon gute Gespräche geführt und wir wollen den Fußball natürlich auch hier in der Zusammenarbeit mit dem neuen Lokal. Ja, der Eindruck ist hervorragend, man kommt hier rein, es ist alles hell, es ist begeisternd, alles ist offen, schön, guter Eindruck. Da die Burgerboutique bis 22 Uhr geöffnet hat, gibt es eine Sonderlösung. Dieses Lokal kann unabhängig der Öffnungszeiten vom ECE ihre Kunden empfangen. Und zwar Parkplatz vor der Marizeller Straße, bei der Ausfahrt Garage bzw. Bahnstraße, gibt es 25 Parkplätze. Diese Parkplätze sind jeden Tag ab 18 Uhr gebührenfrei und Samstag, Sonntag sowieso. Ja, und können dann durch einen eigenen Eingang fußläufig oder mit einem Lift, der schön gestaltet wurde, direkt in den zweiten Obergeschoss fahren und in das Burgerlokal gehen.